Hallihallo zusammen, ich bin Jimena von Estampin Hime und heute ist wieder Sonntag. Seid zum Basteln mit mir. Ich habe für heute eine Karte vorbereitet mit Distanzformen, die im September bestellbar sind und die sind so toll. Ich dachte, ich muss euch das unbedingt zeigen. Also, wer es noch nicht weiß, ab dem 1. September und nur bis 30. September können wir bei Stampin' Up! Verschiedene Stanzformen bestellen, die bisher noch nicht gab. Die sind zu passende zu Stempelset, die bereits in den Jahreskatalog oder Minikatalog zu finden sind. Und die kann man entweder einzeln kaufen, also nur die Stanzen, wenn man bereits das Stempelset hat, oder man kann auch beide zusammen kaufen als Produktpaket. Es gibt verschiedene Stanzen dazu, also hier ist das Stempelset Apfelernte und die Stanzformen Apfelblüten, die dazu passen. Dann ist das Stempelset Fresh Cut Flowers und dann die Stanzformen, die dazu passen. Dann gibt es noch ein Stempelset, Weihnachtsstempelset aus dem Jahreskatalog und die Stanzformen dazu, geschmückter Baum. Dann Stanzformen Wasserfall, die passen zu den Wasserfall Canyon Stempelset. Und ganz toll gibt es auch für den Gruß von Yeti, von diesem Stempelset, gibt es auch passende Stanzen. Wie gesagt, ab dem 1. September und wenn ihr halt die Stempelset noch nicht habt, dann könnt ihr als Produktpaket bestellen und dann 10% sparen. Jeden Monat biete ich einen Kartenclub und einen Kartenclub im September. Werden wir halt 8 Karten mit das Produktpaket Birthday Piggy basteln. Ihr könnt euch bis 10. September dazu anmelden. Alle Infos findet ihr in meinem Blog. Da wollte ich euch zeigen, erstmal das Stempelset. Das sind die Stempelabdrucke aus dem Set. Das Set ist nur auf Englisch vorrätig. Aber es hat sehr süße Motive mit den Schweinchen. Und die Stanzen dazu. Ich habe hier schon die erste Stanze für euch ausgestanzt, weil es gibt einzelne Stanzformen. Die sehen so aus. Und ich habe für euch die hier zur Seite schon ausgestanzt. Diese ganzen Stanzformen kann man benutzen, unabhängig davon, ob man den Stempelset hat oder nicht. Und so sehen die aus. Also es gibt so Gras, es gibt so einen kleinen Wagen mit Rädern, die man kann auch einzeln stanzen. Deswegen habe ich hier in Schwarz ausgestanzt. Man kann diesen Hantel hier auch ausstanzen in andere Farbe. Da hat man ein Geschenk und eine Schleife dazu. Diese kleine süße Vogelchen, weil die ist nicht super süß. Dann Blüten und Blätter dazu. Bannerstanze und hier nochmal zum Feiern Konfetti und noch ein Banner, Party-Banner dazu. Das kann man alles mit diesen tollen Stanzen austanzen und natürlich für alle, die das Stempelset auch haben, können die Motive aus dem Set auch austanzen. Der Banner ist dann ja auch den größten Spruch aus dem Stempelset. Hier den Piggy in der Vespa und hier der Birthday Piggy auch kann ausgestanzt werden. Okay, meine Karte wird jetzt eine Kombination sein von der Stempelset-Hippe-Grüße und die Stanzformen von Susanne Schweinchen. In meinem Kartenclub bekommt ihr im September eine halbe Packung von der Designerpapier Signalfarben. Das sind 40 Bogen in einer Packung, also ihr bekommt 20 in verschiedenen Farben. Das sind Bermuda Blau, Jade, Osterglocke, Flamingo Rot, Amethyst, Grüne Apfel, Mango Gelb, Wassermelone, Pacific Blau und Blutorange. Und in 4 verschiedene Muster, also beide Seiten sind unterschiedlich. Und dann bekommt ihr eine halbe Packung dazu. Ich habe für meine Karte heute
eine Grundkarte in Pacificblau genommen und das Designerpapier auch dazu in Pacificblau und zwei Streifen. Dann habe ich einen Streifen in Weiß, wo ich stempeln möchte oder mein Motiv. Und ich habe jede Menge kleine Teile ausgestanzt mit Distanzformen von den Zusatzschweinchen. Zum Stempeln brauche ich Memento, ein Stückchen Papierreste und ich nehme diesen kleinen süßen Hippo aus den Hippogruße und stempel in meine Papierreste. So, erstmal stempel ich hier den Hippo. Ich brauche ja nur den oberen Teil, weil der soll in diesen kleinen Wagen spazieren gehen. Und deswegen werde ich erstmal nur sein Gesicht kolorieren. Dazu brauchen wir den Marker in Schiefergrau. Übrigens, nächste Sonntag haben wir kein Facebook Live. Ich lasse euch aber ein Video vorbereitet mit einer kleinen Verpackung und dieses Stempelset auch hier begrüße. Ich denke, die wird ja toll finden. Das war eine kleine Mitbringsel, keine Workshop-Goodie, die ich für den Teilnehmer den InColors Club vorbereitet habe. Und es hat mir so gut gefallen, ich dachte, ich mache für euch ein Video dazu. Ein bisschen Schattierung hier. Und nochmal. Da brauchen wir auch in seine Ohren ein bisschen Farbe und hier unten. Es gibt passende Stanzen zu diesem kleinen Hippo. Ich werde aber jetzt nicht stanzen, weil wie gesagt, ich brauche nur diesen oberen Teil. Dann ich schneide ihn einfach hier mit der Schere. Die Arme werde ich hier einfach nur so schneiden, umherum schon ein bisschen den Kontur. Man könnte theoretisch auch mit den Hippos tanzen, gibt so einen kleinen Birthday Hut, könnte man hier auch austanzen und ihn an den Kopf setzen. Das würde hier nämlich ganz gut passen. Hier seht ihr seine Arm. Das will ich hier einschneiden, so um den Arm herum, so dass ich den Arm über den kleinen Wagen noch irgendwie rausnehmen kann. Das seht ihr gleich, wenn ich das zusammen befestige. Oh, sein Bauch braucht ein bisschen Farbe. Nehmen wir Blütenrosa in hier, damit er nicht so weiß hier ist. Und mit den gleichen können wir hier seinen Mund ein bisschen Farbe geben. Ich habe mir aus Farbkarton in Savanne genau das gleiche wie hier meinen kleinen Wagen geschnitten und das möchte ich hier gerne als Hintergrund kleben, so dass man nicht durch den Wagen sehen kann, weil sonst würde man halt hier halben Hippo sehen und das möchte ich nicht gerne. Deswegen klebe ich das hier auf der Rückseite von dem Wagen. Ich mache einfach Kleberstreifen hier auf der Rückseite und klebe ich das hier so. Hoffentlich sieht man das nicht rausgucken. Genau. Und jetzt können wir halt seinen Arm, seht ihr, dann guckt hier so oder hält er sich da hier fest. Und dann, ich fand es
cool, dass wir das so machen können. Und die Idee habe ich eigentlich aus der aus Distanzformen von den Yeti, also diesem Stempelset mit den Yeti, hat jetzt eine Stanze. Wo habe ich meinen? Man kann es vielleicht ja nicht sehen, aber es gibt bei dieser Stanze kann man hier eine Schlitz machen und dann kann man so ein Geschenk einstecken. Ich glaube, man kann es hier sehen. Und die Idee fand ich total cool und dachte ich, das können wir auch so ein bisschen schneiden, den Hippo, so dass er hier sich festhalten kann. Genau, jetzt haben wir unsere Hippo auf den Wagen. Die Reifen habe ich aus Granit und Farbkarton ausgestanzt. Und normal würde ich empfehlen, die Klebebogen zu benutzen für die kleinen Teile. Besonders für den, also für den Konfetti muss man unbedingt diesen Klebebogen benutzen, weil das ist so nicht, also so, ja, fein geschnitten. Da kann man nicht anders kleben. Man kann aber das Negativteil von den Konfetti, ich habe es hier, man kann so austanzen auf die Grundkarte und ja, so als Deko in den Hintergrund benutzen. Hier den Hantel von den Wagen auch befestigen. Hier in meinem Muster habe ich die Klebebogen benutzt, aber für meine Karte habe ich das natürlich vergessen. Dann benutze ich hier ein bisschen Flüssigkleber und klebe hier fest auf dem Wagen und fertig. Ich habe hier diese Straßensteine. Die Teilnehmer von dem Kartenclub bekommen eine halbe Packung dazu. Und das sind die Straßensteine, runde Akzente in matter Optik. Und dann nehme ich hier zwei von den weißen. Also man konnte auch schwarzen. In dieser Packung gibt es schwarze, Vanille, graue und schwarze Steine. Und da könnte man ja schwarz nehmen oder weiß oder Vanille. Ich fand die weißen hier passen gut. Und dann kommt der kleine hier. Mit der Stanze ja, kann man so in den Gras austanzen. Und das habe ich hier gemacht. Das ist so groß, aber das kann man dann gleich abschneiden. Ich klebe es einfach. Hier wieder so eine kleine Kleberstreifen. Bis zum Ende bitte. Genau, und hier befestigen. Jetzt kann ich das auf die Rückseite drehen und von hier aus schneiden. Jetzt haben wir unseren Hintergrund für den kleinen Hippo. Guten Abend, Katrin, schön, dass du da bist. Ich habe mir halt diesen Banner, wenn ihr sehen könnt, das ist geprägt, also die Stanze stanzt und prägt gleichzeitig. Und das habe ich aus Osterglocke ausgestanzt, weil das ist auch eine Farbe in diese Designerpapierpackung. Und dann wusste ich, das passt zusammen. Und das klebe ich hier vorne an den Partywagen mit Klebepunkte. So hat ein bisschen Dimension, nicht so viel. Und ja, aber klebt nicht so langweilig so vorne. Ah. Okay. Und das klebe ich jetzt zweimal. Ist okay, ob das ein bisschen außer den Wagen sich rausstreckt. Ist okay. Und man kann es ja auch natürlich auch aus dem Designerpapier austanzen. Aber ich wollte euch unbedingt zeigen, wie dieses Tanzen gleichzeitig prägen. Und das sieht man am besten halt auf dem Farbkarton.
Genau. Gut, das wollte ich anders kleben, aber das passt egal. Passt schon. Und ich habe aus dem Designerpapier, hier kann man es vielleicht ein bisschen sehen, diesen Geschenk ausgestanzt. Und der hat es hier in der Hand. Das klebe ich mit einem Dimensional. Aber bevor ich das befestige, ich wollte eigentlich es stempeln. Und das Stempel nehme ich auch wieder von den Hippe-Grüße. Natürlich, wer einen Geburtstagsgruß hat, der nicht von den Hippe-Grüße ist, dann könnt hier in dieser Stelle benutzen. Aber wenn ihr halt nur Ideen für eine Geburtstagskarte mit den tollen Hippos haben wollt, dann könnt ihr einfach so machen. Okay, jetzt Dimensionals auf die Rückseite. Hier auch den kleinen Hippo braucht. Und auf die Rückseite von unseren Rädern nehmen wir Mini-Dimensionals. Und kleben wir hier. Tada! Das Geschenk kommt hier. Er bringt ja ein Geschenk mit zu der Party. Ich finde es so süß. Also die Distanzen passen wirklich süß zu den Stempelset. Natürlich auch schön zu den kleinen Speini. Und unsere Streifen Designerpapier kleben wir jetzt einfach auf die Grundkarte. Die Maßangaben, das sind 9 cm in der Breite für alle Streifen. Das hier ist 2,5 cm. Das hier ist 7 cm. Ich gucke nur, dass ich ungefähr den gleichen Rand überall hinbekomme. So ungefähr. Genau, das ist 7 cm. Und der letzte Streifen ist 3 cm hoch. Ist das schief, oder? Ich weiß, du ein bisschen. Genau. Und jetzt die 3 cm hier unten. Ich habe gerade gefunden, diese kleinen Teile, die ich eigentlich vorbereitet habe, um die Karte zu vollständigen. Und ich zeige euch einfach, was ich damit machen wollte. Wir nehmen noch Klebepunkte und kleben hier diese kleine Bandana. Ich weiß nicht, es ist ein Halstuch, der passt auch an den Hippos perfekt. Und der kriegt es hier in Pazifikblau, passend zu der Karte. Genau. Ich habe hier euch ja gezeigt, dass der eigentlich zu den Piggy gehört, aber wie ihr seht, kann man auch hier ganz gut anwenden. Dann habe ich hier noch ein weiteres Geschenk ausgestanzt mit den Stanzformen. Hier direkt aus Farbkarton und nicht aus Designerpapier. Und der kommt hier so nebenan. Der Hippo bringt zwei Geschenke mit. Und das kleben wir auch darüber, also da drauf auf den Geschenk mit einem Klebepunkt. Und hier noch diese kleine Schleife, wie ich euch gesagt habe, für diesen Teile am besten mit dem Klebebogen, so dass man danach nicht so kämpfen muss mit dem Flüssigkleber. Und das kommt hier so in die Mitte. Und ja, jetzt eine richtig tolle Partybagger geworden. Und ja, ich hoffe, die Idee hat euch gut gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis bald.